Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sengoku Dynasty. Ich war so frei und bin mal über die Dorfglocke zu uns ins erste Dorf gereist, weil mir ist eingefallen, ich soll ja Eimer herstellen für den Kollegen hier. Der hat nämlich keine Eimer mehr, um Wasser zu holen. Dementsprechend geht uns das Wasser auch irgendwann aus. Zum anderen wollte ich einfach mal mit unserem Eisen, was wir haben, genug Werkzeug herstellen, damit wir auf jeden Fall davon genug auf Vorrat haben. Aber ansonsten schauen wir, was wir gleich machen. Also auf jeden Fall habe ich angefangen, Gras zu sammeln. Aber ich wollte mir, also der Hauptgrund, warum ich wirklich zurückgekommen bin, ich wollte mir diese Waffe herstellen oder dieses Werkzeug, womit man das Gras besser absammeln kann. Da muss man nicht bei jedem E drücken. Ja, um einfach das ganze Gras dort, was wir dort haben, abzufarmen. So, aber erstmal Eimer. Dafür brauchen wir ein Brett, ein Stock. Okay. Ein Brett, ein Stock. Wir haben 11 Bretter. Wir nochmal ein paar mehr herstellen. Stellen wir mal nochmal ein paar Bretter her. Machen wir mal so eine ganze Reihe hier noch an Brettern. Und Stöcke. Ja, Stöcke können wir gleich sammeln. Das ist jetzt nicht das Problem. Herstellen. Wobei, wir können auch aus Stämmen können wir auch welche herstellen. Aber dazu sind mir die Stämme tatsächlich zu schade. Wie sieht denn das hier aus? Ja, hier passiert auch nichts, ne? Aber wir lassen das einfach mal drinnen. Vielleicht, umso mehr drin ist, umso schneller geht's vielleicht. Wer weiß das schon? Außer ich. Ich weiß es natürlich nicht, deswegen. So, die Büsche. An denen vergreifen wir uns mal ein bisschen. Um Stöcker herzustellen. Ich will einfach mal 20 Eimer herstellen. Haben. Ist besser als nicht haben. Ne? Mein Sprichwort. Wenn mir das nicht irgendwann zu Verhängnis wird. Wenn ich dann irgendwann mal eine größere Community habe und jemand ein Meme darüber macht, bin ich selber schuld dann. Aber davon kann ich erstmal nur träumen. Ich finde es auch tatsächlich schade, teilweise. Ich verstehe das nicht ganz. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich würde jetzt auch keinen allzu kleinen Streamer gucken. Es sei denn, es wird mir zufällig vorgeschlagen oder es läuft automatisch in der Playlist, sage ich mal. Wenn ich YouTube nebenbei laufen habe, wenn ich am PC was arbeite, dann gucke ich jetzt auch nicht so direkt andere Leute, die ich nicht kenne, vor allem kleine Content Creator. Aber ich muss sagen, oh komm, 20, ja komm mal 25 Stück. Aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie von YouTube schade und ich verstehe das System dahinter nicht. Ich war jetzt eine längere Zeit inaktiv. Die ersten Videos, die sind richtig gut performt. Und danach wurde es immer schwächer. Also teilweise habe ich 3, 4 Aufrufe auf Videos, wo ich das mir nicht erklären kann. Und das noch dümmere ist, da wo meine Videos drinne vorgeschlagen werden, zum Beispiel die Sengoku Dynasty Videos, werden in komplett random anderen Videos vorgeschlagen, die überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Das verstehe ich noch weniger. Warte mal. Erstmal gucken, ob das hier reinkommt. Nee, das kommt nicht. Das kommt in allgemeine Lager. Das verstehe ich noch weniger. Warum meine Videos bei irgendwelchen. Naja, ich habe jetzt schlechte Beispiele, aber die überhaupt nichts mit Spielen zu tun haben, einfach vorgeschlagen werden. So. Das ist halt wirklich, was mich am meisten stört. Und so kann man ja auch keine Community aufbauen, wenn jemand, der irgendwelche Nachrichtenvideos über. Keine Ahnung, sag ich mal, Metallindustrie, oder oben wird schön gearbeitet, über Metallindustrie guckt und auf einmal kommt das nächste Video Sengoku Dynasty Let's Play von irgendeinem Typen. Da würde ich auch wegklicken, das ist ja klar. Also, in dem Sinn verstehe ich nicht so ganz von YouTube oder den Algorithmus. Habe ich jetzt noch nicht so durchschaut. Aber gut, bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Einfach weitermachen. Einige haben ja auch Jahre gebraucht, um einigermaßen an die 1000 zu kommen. Also Abonnenten oder Zuschauer. Aber davon kann ich beides nur träumen. Ja. So viel aufgeregt und geschwatzt, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mir Werkzeug herstellen. Und zwar
Die Parma. Oh, die ist noch geschlockt. Ja, toll. Also muss ich trotzdem alles per Hand abfahren. Aber trotzdem wenigstens Werkzeug. Wie sieht das hier aus im allgemeinen Lager? Wir können das mal vielleicht so machen. Wir machen einfach pro Werkzeug einen Slot. Das würde vielleicht uns ein bisschen helfen, die Übersicht zu behalten. Ja, auch Hammer können wir einfach mal reinmachen. Schaufel weiß ich jetzt nicht. Haben wir ja noch keine Funktion für. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen Eisen mit. Ich weiß nicht wie viel, sollte aber erstmal reichen. Aber hier ein bisschen Uffräume. Okay, so. Stellen wir nochmal 4 Äxte her. Brauchen ja auch noch welche für uns später. Warte. So. Ja, komm, machen wir 5. Machen wir wenigstens für uns. Okay, Eisen brauchen wir auf jeden Fall jede Menge dafür. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was da. Das ist jetzt nicht so das Problem. So. Eisenachs ist das, was wir hier am meisten brauchen. Okay, dann nochmal 5 Dechsel. Ja, 5 Dechsel. Komm, wir machen mal hier ein bisschen mehr Eisen jetzt raus. Ach nee, wir brauchen ja noch irgendwas anderes, hat uns gefehlt hier anscheinend. Stroh. Oh, siehst du, da sind wir wieder beim Problem. Dann müssen wir aus unserem Holzlager Stroh herausnehmen. Nehmen einfach mal alles raus, was wir haben. So. Weil damit wir erstmal abgesichert sind für die nächsten 1-2 Jahreszeit, sage ich mal. Damit unsere Mitarbeiter immer fleißig arbeiten können. So, dann. Hämmer sind ja nur für mich da. Da können wir mal. Schmiedehammer, ja, können wir ja noch nicht machen. Stellen wir mal 2 Stück her. Die sollten mir erstmal reichen. Dann. Wie viele Messer erstmal einlagern hier? So, Dechsel. Ne, Dechsel verbrauchen wir zum Glück nicht so viel. Fackel können wir auch, glaube ich, mal wegpacken. Die brauche ich jetzt auch nicht. Kann man die da reinmachen? Ja, kann man. Perfekt. So, damit wir mal hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Es ist ja echt teilweise verwirrend hier doch bei mir. So, Messer. Können wir auch nochmal. Unseres ist auch fast kaputt. Können wir auch nochmal 6 Stück herstellen. Und dann war es das, glaube ich, erstmal so im Groben und Ganzen mit dem, was wir hier herstellen können. Ach, Spitzhacken. Spitzhacken haben wir ja gar keine. Da können wir auch ein paar herstellen. Aber davon erstmal. Ach, Leder brauchen wir dafür. 1 Leder pro Messer. Wir wollen 5 Stück herstellen. Mhm. Oder 6 wollen wir sogar herstellen. Ja, 6 Stück. So. Warte, im Allgemeinlager haben wir da noch was? Was ist denn eigentlich in unserer Produktion? Was brauchen wir da? Fell brauchen wir da, ne? Fell und noch irgendwas. Ja. Oh, hier ist noch 10 Stück drin. Perfekt. Haben wir noch Fell? Brauchen Fell. Also 10 Fell, 20 Rinde und 20 Wasser. Oh Mann. Wir können jetzt hier Sachen herstellen. Ey, das wusste ich gar nicht. Okay, die sind zwar noch alle gelockt. Boah, wie geil ist das denn? Ja, die Maske haben wir ja. Boah, ey, das... Alter. Das wusste ich gar nicht. Ich hab mir das noch nie angeguckt. Kopfbedeckung. Ey, geil. So, Handschuhe, ja. Strohumhang.
Aha, okay, ja, aber sowas wie Rieren und so gibt's ja noch nicht. Jetzt habe ich wieder vergessen, so 10, 10 Fell, 20, 20. Aber das ist eigentlich blöd, dass wir auch das Wasser uns hier selber wegnehmen. Aber was willst du machen? So, nehmen. Also es ist auf jeden Fall gerade so eine logistische Folge, sage ich mal, die für uns aber trotzdem auch wichtig ist. Warte mal, das Nahrungs. Ach, 20 Rinder und 10 Fell brauchen wir. Ach, das war doch Allgemeinlager, ist doch hier, Mann. So. Ja, okay, ich muss wirklich an jedes einzelne Lager dran gehen. Ah, wir haben nur 6. Ah, dann müssen wir gleich nochmal kurz jagen gehen, wahrscheinlich. So ans Holzlager, genau. Wir bauen noch 20 Rinder. Ja, wenn man sich ja auch um alles selber kümmern muss, ist es ein bisschen schwer. Okay. Ja, dann soll er halt daraus was herstellen. Was war das ja eigentlich nochmal? Für ein Gebäude. Habe ich schon wieder vergessen, tatsächlich. Ich glaube, das war so ein allgemeines Lager. Wenn mich nicht täusche. Kann aber auch lügen. So. Hat der irgendwas Cooles für uns? Nö. Ja, Ton. Ich glaube, ich weiß noch grob, wo ich Ton herkrieg. Aber ich will sie mir jetzt auch nicht abkaufen. Also mein Geld brauche ich da selber. Okay, wir wollten ja. Brauchen wir die Spitzhacke, brauchen wir. Zum Glück kein Leder, das ist gut. Stellen wir mal 6 Messer her. Ja. Wir müssen aber dran denken gleich, dass wir den ganzen Arbeitern auch die Ressourcen zur Verfügung gleich stellen, die sie brauchen. So, 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 so. Und das andere war ja für uns. Und Spitzhacken. Ja, Spitzhacken. Wie viel können wir da? 4 Stück herstellen. Ich würde aber gerne 7 herstellen. Wenn nicht sogar 8. Uns mangelt es an Eisen noch ein bisschen. Okay. Nehme ich nochmal ein Stack Eisen raus. Dann können wir auf jeden Fall genug Spitzhacken herstellen. Haben wir hier irgendwo einen angebrochenen Stack? Oh, so viel Eisen haben wir auch gar nicht mehr, ne? Also, am Anfang war das viel, aber mittlerweile, wenn man bedenkt. Ja, okay, aber ich stelle auch gerade so viel her, dass das mir auch erstmal für eine Zeit lang reicht. Ja, komm. 7 Stück reichen. Ein für mich zum Ausrüsten. Und die anderen 6, glaube ich, fürs Lager. Also ich glaube, das Slot war ja 6 breit. Ja. Jo, jo, jo. Da können wir eigentlich noch einen herstellen. Egal, machen wir gleich. Können wir noch einen zur Reserve gleich herstellen. So. Perfekt. So, den Rest lagern wir erstmal wieder ein. Was wir nicht brauchen. Ja, das. So, das war Holzlager. Das war allgemeines Lager. Oh, warte mal, wir haben ja so viel Gras, dass wir Stroh herstellen können. Das ist gut. Was machen wir mit dem Mist? Ja, das ist Dünger, klar, aber wir haben ja noch gar keine Landwirtschaft. Das ist ja mein Problem. So, erstmal jetzt das Ding hier ausrüsten. Auf die 6 einfach. So, das Wasser nochmal wieder zurückbringen. Ach, ich muss dran denken, dass ich den Leuten ja ihre Sachen gebe. Nee, warte, das war das falsche Lager. So, das Wasser hier zurück. Ach, Stroh auch. Nee, erstmal machen wir das so. Dynastie. Arbeitsplätze. Der kann nochmal Fischernetze haben.
Ja. Okay. Dann, hier, die braucht nix. Der braucht Eimer, der Arme. So. Ja, aber warum wurden mir da gerade nicht so viele Eimer angezeigt? Das ist irgendwie sein Grund. Ich habe da 25 Eimer hinzugefügt. Naja, egal. Dann, warte, bei dem waren wir. Ich brauche hier nichts. Sie braucht auch nichts. Der hat noch genug. Kann ich das hier? Ist schon maximal. Oh, ja. Fell. Ja, anstatt Federn vielleicht nochmal auf Fell gehen. Ja, Messer kriegst du, kein Problem. So, dann Sayuri. Komm. Da kannst du auf jeden Fall mehr Holz. Oh nein. Mehr Holz uns bringen. Weil davon können wir mehr als genug brauchen. Gut. Also, wir steuern dem Ganzen schon ein bisschen entgegen. Also, Holz- oder Heizproduktion ist auf jeden Fall besser als Bedürfnis. Aber Getränke und... Oh, Bedürfnis an Getränken. 504. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir nochmal Wasser irgendwie an Land kriegen. Vielleicht sollten wir... Ja, aber ich will das noch nicht runterschrauben. Es reicht uns noch für 2 Jahreszeiten. Nahrung reicht uns noch für 6. Aber bis die 6 rum sind... Ja, aber wobei, es verfault auch schneller. Oh, das ist echt gerade ein bisschen schwer für mich. Aber okay. So, was hatte ich noch im Inventar, was ich abgeben wollte? Genau, Holz. Holz, Holz, Holz. Und erstmal hier Gras hinzufügen. So. Wie sieht denn das hier aus? Mit dem Fell? Oder mit dem Leder? Ja, no, nee, okay. Gut, gut, gut. So, dann Dynastielager öffnen. Stroh. Bretter, Rind. Ich schmeiß einfach alles hier rein irgendwie. Ah, okay, Gras kann man da nicht. Das. Hä? Allgemeinlager ging, glaube ich, auch nicht. So, Leder. Kann ich sogar von hier draus, darauf zugreifen. Das ist doch perfekt. Ach, hier haben wir doch noch mehr Leder. Okay, Gras ging doch hier rein. Gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt hier nochmal einen zweiten Wasserbrunnen oder Dienstleistungsgebäude. Nee, Produktionsstätte für Wasser nochmal. Schneiderwerkstatt. Haben wir. Schmiede haben wir. Fischerhütte. Jagdhütte. Bergbau. Ja. Warte mal. Wo ist denn dann? Nahrungsmittellager. Wasserspeicher. Wie? Welches Gebäude muss ich denn zum Wasserdingensbummens machen? Muss ich da nochmal einen Brunnen bauen oder was? Da muss ich jetzt mal kurz gucken bei den Arbeitsplätzen. Da habe ich aber noch gar nicht geguckt seit dem Update, ob hier was Neues dazugekommen ist. Aber nein, man kann hier weiterhin nichts machen. Orte der Macht. Frage ich mich echt, wie ich die hier freischalte, ob, oder ob das überhaupt schon geht.
So. Arbeitsplätze. So, wer sammelt denn hier? Kleiner Brunnen, okay. So, dann müssen wir nochmal Brunnen herstellen. Wenn ich wüsste, wo das ist. Dorfbauwerke. Hier, Brunnen. Stein, Stamm und Brei. Ach, das ist ja gar kein Problem. Machen wir nochmal einen Brunnen. Ah, hier so hin. Damit das hier auch mal ein bisschen voller wird. Aber wir haben ja gar nichts. Okay. Dann bauen wir mal den Stein hier ab. Die Stöcke können wir auch hier auf dem Weg noch mit einsammeln. Oh, ich glaube, hier wird langsam wieder was. Ich glaube, aus den Stämmen sind hier diese kleinen Bäume geworden, weil die sind ziemlich viele kleine Bäume. Dementsprechend heißt das für mich, dass das nachwächst. Ey, cool. Kuzu. Okay, das ist meine Arbeiterin. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Aber wir brauchen trotzdem noch jemanden. Oder sogar noch mehr Leute, die für uns arbeiten. Zum Jagen, zum Wasser sammeln. Weil ich muss auf jeden Fall mal wieder durchs Land ziehen und mal ein paar Leute abgrasen. Aber ich weiß halt auch gerade nicht mehr wo. Das ist... Ah! Mein Problem. So. Ne, warte. Falsches Werkzeug. Damit geht's. Hier geblieben. Ich meine jetzt einfach ein bisschen mehr. Zur Sicherheit. Damit wir noch einen dritten Brunnen vielleicht gleich noch bauen können. Falls wir dann mal bald neue Leute dazu kriegen, dass die auch dann, dass wir gleich drei Brunnen sozusagen damit abdecken können. Aber ich muss mir das selber nochmal mit dem Eimer angucken. Wenn ich da einmal reinschmeiße, ich glaube, die verschwinden dann, ne? Ich krieg dann zwar Wasser raus, aber im Tausch dafür verschwinden die Eimer. Wenn ich es richtig verstanden habe. So. Der Brunnen ist auch fertig. Dann können wir ja hier auch nochmal einen Brunnen hinstellen irgendwo. Hier weiter unten vielleicht. Ja, stellen wir mal hier hin. So, Dorfbauwerke, da Brunnen, Brunnen, okay. Das reicht genau. Perfekt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Brunnen. Einmal hinunterlassen. Wasser entnehmen geht auch nicht. Dann crafte ich mir mal kurz 10 Eimer nochmal. Da kommt 20 Eimer. Ich brauche dafür nochmal 14 Bretter und 17 Stöcker. 14 Bretter, 17 Stöcker. Nummer 7. Warte mal, was mache ich denn da? Oh, ne. Habe ich hier Stöcker? Ne, habe ich nicht. Okay. Ja, komm, dann stellen wir mal aus ein paar Stämmen Stöcker her. Und jetzt nicht hier so rumgeizen. Aus Stämmen, genau. 20. Ja, das ist doch schon eine gute Anzahl. Ach nee, warte. Wir wollten ja hier hin. So, Eimer herstellen. Ach, wir brauchen ja trotzdem Bretter. Hä? Das heißt, wir müssen wieder Stämme rausnehmen, um Bretter herzustellen. Sollte reichen. Hm.
6. Ja, 24 reicht. Sollte reichen für 20 Eimer. Ja. Alle Fälle. Aber ich weiß gar nicht. Kann man Eimer stacken? Wird das so gleich sagt, ihr Inventar ist voll. Ich kann auch nicht auf I drücken gerade. Aber ich denke schon, dass man die stacken kann. Sonst könnte man gar nicht so viele herstellen. Lass mich kurz gucken. Jawohl, kann man. Ein Eimer, mit dem Felder gedüngt werden können. Aha. Okay, also Eimer brauchen wir auf jeden Fall auch für später noch mehr. Eimer mit Wasser, ein Eimer, mit dem Felder bewässert werden können. Ah, okay, schade. Okay. Brauchen wir aber alles jetzt gerade nicht. So, dann den Eimer hier befüllen. 10 Stück. Okay, das dauert jetzt einen Moment. Ah, okay. Pro Eimer kriegen wir 10 Wasser. Ja, okay. Ist schon machbar. Ich habe mir das jetzt irgendwie schwieriger vorgestellt. Aber das geht ja wirklich. Warten jetzt einfach mal kurz ab. Dann schmeißen wir da unten gleich nochmal Eimer rein in den anderen Brunnen. Da haben wir auf jeden Fall 200 Wasser dann schon mal dazu geholt. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. Also effektiver als was die Mitarbeiter in unserem Dorf hier so produzieren. Auf alle Fälle. So, komm. Hier schmeißen wir auch nochmal die 10 Eimer gleich rein. Hier aufs Lager zugreifen. Können wir hier die 50 Wasser reinschmeißen. Wir wollen mal kurz gucken, was das Stroh hier eigentlich macht. So, haben wir noch Stroh? Nee. Ah, warte. Wo ist das Gras? Wo ist mein Gras? Hier. 59. Ach, toll. Naja, 50 sind besser als nix, ne? Die anderen 9 behalten wir ja. Ja, gut. Perfekt. Womit haben wir nochmal 200 Wasser gemacht? Das sollte uns erstmal für ein, zwei Tage reichen. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis da war. Mit Getränke. Genau hier. Getränke. Ja, okay. Das reicht uns jetzt für anderthalb Jahre. Oder ja, nee, nicht anderthalb Jahre. Anderthalb, Ich weiß gar nicht mehr. Verbraucht man das pro Jahr oder pro Jahreszeit? Ich glaube pro Jahreszeit, ne? Ja. Okay, aber wir steuern dem Ganzen schon entgegen. Aber hier sieht man auch, Holz haben wir auf jeden Fall weggemacht. Ach so, nee, das ist Produktion und das ist Bedürfnis. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, siehst du? Die Getränkeproduktion wurde jetzt auch angehoben. Aber ich glaube nur, weil wir da jetzt beigetragen haben. Okay. Na gut. Damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.